Wäre die US-Notenbank Fed eine Firma, dann wäre sie jetzt bankrott und müsste Insolvenz anmelden. Aber technisch gesehen kann eine Notenbank nicht pleite gehen, weil sie ja immer Geld drucken kann. Also bedient man sich seitens der US-Notenbank eines Tricks und legt ein fiktionales Konto von zukünftigen Geldeingängen an, um praktisch dieses Bankrottsein ein bisschen auch buchhalterisch zu kaschieren. Aber schauen wir uns die Situation der US-Notenbank und der Märkte mal an, wie die Dinge sich jetzt zu Beginn der Woche darstellen. Die US-Notenbank schuldet dem Finanzministerium 41 Milliarden Dollar und das ist mehr als ihr komplettes Kapital. Normalerweise in einer solchen Situation, wie gesagt, müsste eine Firma letztendlich Insolvenz anmelden. By common standards, it's indeed insolvent. So hier diese Analyse von jemand, der es in sich hat. Und warum ist die Fed insolvent? Weil sie ziemlich dicke Verluste macht. Sie zahlt nämlich für diese Reverse Repo Aktionen einen Zins von 4,55% und sie zahlt den Banken für Bankreserven 4,65%. Jetzt hat man selber ja Einnahmen seitens der Fed, indem man ja massiv Anleihen gekauft hat im Rahmen des Quantitative Easing. Die werfen Zinsen ab, aber im Durchschnitt nur 1,75%. Das heißt, die Fed macht einen realen Verlust von 2,87% für ihr 8 Billionen Dollar Securities Portfolio. In der Summe ist das ein Verlust von 228 Milliarden Dollar pro Jahr. Also das wird natürlich jetzt in Vergleich gestellt zu den massiven Gewinnen, die man ja auch gemacht hat in den Vorjahren. Aber normalerweise für eine Firma wäre das jetzt der Exitus. Und das sage nicht ich, sondern das sagt ein sehr prominenter Mensch, nämlich Thomas Hogan. Das war der Chefvolkswirt beim Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs. Also ein Senatsausschuss von überragender Bedeutung. Das ist dieser Ausschuss, der immer auch die Fed-Chefs befragt, die dann immer regelmäßig antanzen müssen. Und was macht die Fed, um jetzt ihre Insolvenz letztendlich auch buchhalterisch zu kaschieren? Man legt ein sogenanntes Deferred-Asset-Konto an. Das heißt, hier sind praktisch ein fiktionales Konto, wo man sagt, naja, wir werden aber zukünftig irgendwelche Geldeingänge haben, Gewinne haben und die buchen wir jetzt mal dagegen. Dementsprechend sind wir total clean. Also das ist schon eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und wie konnte die entstehen? Nun, die Fed hat in einer Situation, als die Inflation bereits deutlich anzog, weiter Quantitative Easing betrieben, weiter Geld ins System geschüttet und dann gesagt, wow, transitory, diese Inflation, die ist nur vorübergehend. Dann musste man voll in die Eisen gehen, voll bremsen, hat die Zinsen massiv schnell angehoben und versetzt damit das gesamte Finanzsystem in Stress. Diese Bankenkrise ist ein Ausdruck dieses Stresses und jetzt wollen wir mal schauen, wo der andere Stress noch herkommen kann. Jedenfalls fühlen sich 70% der Amerikaner finanziell gestresst, 58% leben Paycheck to Paycheck. Also von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Und warum fühlen sie sich gestresst? Weil eben die Inflation die Preise teurer gemacht hat. Diese Inflation ist wesentlich auch auf die Ausweitung der Geldmenge durch die Fed zurückzuführen, die dann über Engpässe, die durch Corona und der Ukraine-Krieg entstanden, eben auch wirklich inflationswirksam wurden. Nach wie vor haben wir Cost of Shelter still rising sharply. Der Preisanstieg in Sachen Mieten hat deutlich abgenommen, aber es ist nach wie vor eben so, dass da Druck ist in der Pipeline. Dementsprechend haben jetzt viele Ökonomen in den USA ihre Prognose für die Inflation geändert. Man sagt jetzt, okay, wir werden bei 3,5% liegen Ende des Jahres statt bei 3,1, wie man das vorher prognostiziert hat. Man hat also faktisch die Inflationserwartungen nach oben genommen und eigentlich wollte die Fed ja die Nachfrage senken, um eben die Inflation nach unten zu kriegen. Jetzt machen die Aktienmärkte aber Party und hier sehen wir oben in dieser Grafik, dass deswegen und die Finanzkonditionen ein bisschen laxer geworden sind. Und vielleicht deswegen hat ein Fed-Speaker wie Waller am Freitag nochmal gesagt, also wir meinen das ernst, wir werden die Zinsen weiter anheben und vor allem lange oben lassen. Das ist ja genau die Wette, die derzeit läuft zwischen den Märkten und der Fed. Die Märkte sagen, ihr werdet sie schnell senken. Die Fed sagt, nein, werden wir nicht. So oder so, der
Geldmenge ist massiv zurückgegangen, Geldmenge M2, eben auch der Versuch, Liquidität aus dem System zu ziehen. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Dollar agiert, dazu gleich mehr. Der ist in einer bullischen Wedge eigentlich mit einer sehr guten Erholung bereits am Freitag. Und jetzt in dieser Woche haben wir nicht nur Konjunkturdaten und vor allem die Berichtssaison, die jetzt weitergeht, sondern wir haben auch viele Fed-Speaker, Bowman morgen, dann haben wir Williams am Mittwoch, am Donnerstag Waller, Mester und Bostic und am Freitag dann Lisa Cook und wir haben Konjunkturdaten, von denen vielleicht das Wichtigste dann am Freitag die Einkaufsmanager-Indizes sind, aber wir haben vor allem die Earnings-Season, für mich da drei Unternehmen sehr bedeutend, Tesla, auch Tesla genannt, Netflix und wir haben dann vor allem auch Charles Schwab, die möglicherweise gefährdetste der größeren Finanzinstitute. Das also in dieser Woche sehr wichtig in Sachen Berichtssaison. Und siehe da, man hat noch einmal jetzt die Gewinnerwartung für diese Berichtssaison gesenkt. Wir waren im Mai 2022 bei $225 pro Aktie. Jetzt sind wir bei $171 pro Aktie, nachdem wir in der Vorwoche noch ein bisschen höher waren. Also es wird immer weiter nach unten genommen. Und dann, oh Wunder, werden diese Erwartungen übertroffen. Aber davon werden sich die Märkte wahrscheinlich nicht täuschen lassen, sondern entscheidend sind jetzt die Ausblicke. Wie geht es weiter? Wie sieht es aus? So oder so, wir dürften jetzt das zweite Quartal in Folge einen Rückgang in den Earnings sehen, also in den Gewinnen. Und das Interessante ist, dass ja eigentlich die Revenues, also die Umsätze der Firmen, die sind gestiegen, aber die Earnings sind gefallen. Das heißt, die Margen verschlechtern sich. Die Unternehmen nehmen mehr ein, weil eben die Preise angehoben wurden, aber es bleibt weniger übrig, weil eben auch die Kosten überproportional gestiegen sind. Insgesamt haben die globalen Aktienmärkte 1,4 Billionen an Marktkapitalisierung wieder hinzugewonnen. Und Holger Cepic verweist hier auf diese Disconnect zwischen den Märkten und der Fed Guidance. Also die Fed sagt ja, wir wollen Zinsen nicht senken. Die Märkte sagen, doch, das tun wir. Wichtig, der Dollarindex. Die Schwäche des Dollars hat den Märkten geholfen. Der Dollar gibt allerdings jetzt positive Divergenzen, die auf einen baldigen Anstieg deuten. Wir haben unten etwa mal den S&P 500 und oben die verschiedenen VIX-Kontrakte. Zum VIX gleich mehr. Jedenfalls sehen wir hier eine typische Bärenmarkt-Rallye. Alle sind ja schon wieder in Euphorie. Wow, da ist ein neuer Bullenmarkt am Start. Bisher ist das sehr, sehr typisch, was wir jetzt das vierte Mal sehen, seit die Fed ihren Zinsanhebungszyklus begonnen hat. Am Freitag haben wir oben im S&P 500 so eine Unsicherheitskerze gebildet. Der VIX ist allerdings weitergefallen, fast unter die 17er-Marke gefallen. Das ist jetzt mit einem Schlusskurs von 17,09 VIX, ja die Vola, die in den S&P 500 Aktien für die nächsten 30 Tage eingepreist ist. Also Puts sind sehr, sehr günstig. Je niedriger der VIX, umso günstiger sind Puts, die man dann kaufen kann. Das ist jetzt der tiefste Stand im VIX seit November 2021. Und jedes Mal, wenn der VIX auf einer solchen Trendlinie war, kam ein Schnapper nach oben mit deutlichen Rücksetzern im S&P 500. Und hier sehen wir, dass natürlich Risk-On da schon ziemlich ausgeleiert ist, könnte man sagen. Wir sehen zum Beispiel auf der rechten Seite beim Nasdaq 100 die Stochastik am Anschlag. Wenn man da jetzt kaufen will, gut, super Chance, Risikoverhältnis. Wir sehen, dass der Breadth nicht stimmt, also die Marktbreite nicht stimmt. Hier sehen wir die Anzahl der Aktien im Nasdaq Composite über der 200-Tage-Linie. Ist rückläufig, während der Index gestiegen ist, etwas seltsam. Hier sehen wir das Advanced Decline Linie beim Nasdaq, also Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zur Anzahl der Aktien, die fallen. Das ist nicht gerade wirklich toll, der Nasdaq nach oben, die Advanced Decline Linie geht tendenziell nach unten. Es fehlt also an Marktbreite. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass der Nasdaq in Relation zum S&P 500, der am Freitag oder was am Donnerstag mit den Erzeugerpreisen, die man am Donnerstag ein Verlaufshoch erreichen konnte oder am Freitag, wie auch immer, Schwamm drüber. Jedenfalls der Nasdaq in Relation zum S&P schwächer. Wir sehen also eine latente Schwäche bei den Tech-Werten, vor allem bei der breiten Masse der Tech-Werte. Es sind die ganz wenigen, die Apples und so weiter, die das Ganze aufrechterhalten haben. Die müssen jetzt, und das ist das Risiko, diese Aufwärtsbewegung rechtfertigen mit ihren Zahlen. Wir sehen aber auch
eine massive Divergenz zwischen dem Dow Jones und dem Dow Jones Transports, also Dow Jones Industrials und Dow Jones Transports. Nach Dow-Theorie kein gutes Zeichen, die Transportwerte sehr, sehr schwach. Das deutet darauf hin, dass konjunkturell da einiges kommt bis zur Rezession, und markttechnisch sehen wir, dass jetzt kaum jemand mehr Puts verkauft. Also wer Puts verkauft, der spekuliert letztendlich auf steigende Aktienkurse, könnte man sagen. Und hier sehen wir, das ist jetzt praktisch ein Niveau, das wir auf dem Hoch im August gesehen hatten. Und hier sehen wir auch, es wird ja immer wieder der neue Bullenmarkt ausgerufen, aber wir haben im letzten Quartal ein neues Allzeithoch gemacht, was die Call-Optionen betrifft. Man sagt ja, alles sei so negativ, die Stimmung sei so negativ. Ja, aber warum ist der VIX dann so niedrig wie seit November 21 nicht mehr? Warum kauft dann die ganze Welt Calls? Das ist ja nicht gerade sozusagen der Zustand eines totalen Pessimismus, aus dem dann ein Bullenmarkt entsteht. Das Gegenteil scheint mir der Fall zu sein. Und das eben in Kombination mit dem absehbaren Credit Crunch und den fallenden Margen bewegte Mike Wilson zu sagen, dass der Credit Crunch gestartet ist und die Margins, die bereits ja schon rückläufig sind, graduell und dann plötzlich fallen werden. Wir sehen hier zum Beispiel eines oder die Achillesferse vielleicht schlechthin, das sind eben diese Commercial Real Estates in den Innenstädten, also die Gebäude, die Gewerbeimmobilien, so muss es heißen. Hier sehen wir zum Beispiel mal Cell Phone Activity, also wie viel Handy-Smartphone-Verkehr passiert da. Hier sehen wir in Los Angeles Rückgang im Vergleich zu 2019, jetzt in diesem Frühling in Los Angeles 65%, Atlanta 61%, und Sie sehen es hier, also massive Rückgänge, die darauf hindeuten, dass der Leerstand natürlich massiv ist in diesen Innenstädten, in San Francisco derzeit wohl am krassesten. Also wir sehen hier wahrscheinlich die Riesenbaustelle für die Märkte. Die Finanzkrise war ausgelöst durch Privatimmobilien, die sich viele nicht leisten konnten. Und die nächste Krise könnte ausgelöst werden durch Gewerbeimmobilien. Wir sehen hier den Immobilienmarkt in China wieder etwas anziehend. Die Hauspreise um 0,5% gestiegen. Größter Anstieg seit 21 Monaten. Die chinesische Regierung versucht alles, um den weiteren Absturz hier zu verhindern. Man pumpt Geld ins System. Man versucht also, die ganze Geschichte hier wieder zu fluten mit Liquidität. Wir sehen auf der anderen Seite, dass Chinas Verteidigungsminister gesagt hat, man würde jetzt eine ganz enge Kommunikation zwischen dem russischen und dem chinesischen Militär haben. Das deutet auf eine weit engere Allianz hin. Und wenn wir abschließend nochmal nach Deutschland kommen, wir haben ja jetzt erfolgreich die Atomkraftwerke abgeschaltet. Alf, der Italiener, wundert sich dann über den Ausstoß von CO2, den wir jetzt haben. Wir produzieren 30% etwa unserer Elektrizität jetzt mit Strom. China und Indien 63% und 74% unserer Elektrizität mit Kohle. Nicht mit Strom, sondern mit Kohle. Und wir werden also immer schmutziger. Wir haben hier das Doppelte der französischen Stromkosten, aber emittieren 6-mal so viel CO2 wie die Franzosen. Die Chinesen werden alleine zwischen 2020 und 2025, also in 5 Jahren, das Vierfache an CO2 mehr emittieren, als wir insgesamt haben. Deswegen macht das natürlich Sinn, die CO2-freie Energiequelle abzuschalten, meine Damen und Herren. Und vor allem, das zeigt Diego Fasnacht, das wird nichts bringen, hier einzusparen, weil letztendlich dieser Switch hin in Richtung Kohle und später dann Gaskraftwerke, die einen miserablen CO2-Abdruck haben, weil sie praktisch auf Flüssiggas basieren, die sind letztendlich eine gedankliche Fehlleistung, die schon sondergleichen ist. Am deutschen Energiewesen wird die Welt nicht genesen, niemand folgt uns. Das ist schon ein Versagen auf ganzer Linie. Die Märkte wetten weiter gegen die Fed, genau das tun sie. Werden sie gewinnen oder doch die Fed gewinnen? Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Die EZB will sich die Tür offen halten für große Zinsanhebungen. Da tobt wieder ein Kampf. Centeno, der Portugiese, sagt, nö, wir sollten jetzt mal Schluss machen. Andere wie Holzmann sagen, 0,5 muss her, die nächste Zinsanhebung. Also diese beiden Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.